Porsche, wie es für mich sein muss. Das Auto gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Und es ist einer meiner wirklichen Traumautos. Und auf einmal stehst du dann da und dann ist die Front ja da. Also das Auto ist ja da. Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie eng wir manchmal so sind, ne? Wie viel wir quatschen und wie viel wir uns austauschen. Und ich kenne dich. Ja. Und wir fetzen uns auch manchmal aus Spaß, ne? Wo ich dir einen Einlauf gebe oder sowas, ne? Wo es hin und her geht. Aber es geht nicht um sowas. Die glatteren Flächen mit nur so Einkerbung und so weiter sind schwerer zu bauen als einfach ein Diffusor. Das Video zum Thema Beetle geht weiter und zwar, wir haben natürlich wie bei jedem Projekt ein paar kleine Probleme, die vorher nicht zu sehen waren, ja, und zwar mit den Felgen. Jean-Pierre sagte, da kommen 23 bzw. 24 Zoll, würde er drauf montieren, aber wir haben jetzt von meinem Audi A Felgen montiert und egal wie wir das wenden und drehen und tun und machen, passt nicht. Also die passen, ja. Das sind jetzt 22 Zoll Felgen. Plus, wir haben jetzt glaube ich hier 15 mm Distanzscheibe drauf getan. Ja, mit 265, 30, 22. Ja, also man könnte noch 25er machen. Mhm. Aber ich glaube, das wird nicht so schön aussehen. Wenn da noch weniger Gummi drauf ist. Nee. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen, ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, hast du einen Zollstock, warte Sekunde. Jetzt müssen wir gucken, hier. Das sind 16. Das sind 8, wenn wir dann 8 tiefer legen, Sascha, ja. Hier waren 16 oder 16,5? 16, glaube ich, hast du gesagt. Ja, 16. Dann ist da vorne 8 cm. tiefer. Wenn wir aber die 8 cm tiefer machen, wo ist der Schwelle? Oh ja, das 21. Da kommen auch noch Schwelle hin. 13, ja. Es geht nur darum, dass die Bodenfreiheit, die gilt bei dem Bodykits, nicht vom Spoiler, sondern vom fest eingebauten Teil, also das heißt Karosserie. Ja, okay. Du musst die Masse vom TÜV einhalten, nicht von dem Spoiler, sondern einfach von fest eingebauten Teilen. Also das wäre der Schweller oder vorne der Träger etc. Also nicht der Spoiler. Ja? Der Spoiler kann ein bisschen tiefer sein als... Bisschen oder ist egal dann? Da gibt es auch eine Grenze. Ja, eine Grenze. Also natürlich jetzt nicht auf 3 cm. Ja. Okay. Aber ja. Aber ich bin echt so ein bisschen mit Kopfschmerzen. Ich habe schon Pierre das heute alles mitgeteilt. Aber mit dem Reifen, mit der Felge. Weil die stehen eigentlich super da, ne? Wenn ich ehrlich sein soll. Kann man das auf der Kamera vielleicht aufnehmen? Mhm. Weil der Reifen ist schwarz. Also die Lauffläche, das muss abgedeckt werden. Da, ab hier, ja, nach innen. Ja. Das kann abstehen. Ja? Aber ich finde das ein bisschen schöner, wenn das nicht so absteht. Ja? Dann sieht das nicht so rollig aus. Das sieht schon. Ist drin, ne? Ja. Also ich finde, das wird schön. Aber das passt jetzt alles? Mit der Felge und allem drum und dran? Jetzt ja, passt mit 15er Distanzscheibe, 9,5er. Ich weiß nicht, welche ET da drauf ist. Ich glaube ET 35. Ja, da müssen wir dann ET 20 nehmen. Aber ich glaube, der wird sowieso richtig gut aussehen, wenn der einfach abgesenkt wird. Ich glaube, das reicht auch, 22 Zoll. Ne? Ich glaube, das reicht. Deswegen, wenn ich ein Projekt anfange, meistens nehme ich zuerst die Räder. Ich kaufe Räder, dann mache ich das Auto dran. Ich weiß ungefähr, okay, Vorderachse 3 cm, Hinterachse 5 cm zum Beispiel. Ne? So Standards geht es von uns.
dann rechne ich mir die Felgen aus. Und wenn die Felgen mit Reifen drauf sind, jetzt dann bauen wir das Kit drumherum. Weil jetzt, ich glaube, der hat schon 23 Zoll bestellt, ne? Und so von dem ganzen Bodykit musste auch noch was geändert werden, glaube ich, oder? Hier, vielleicht kann man es auf der Kamera sehen, zwischen dieser Kante, warte, diese Kante und hier waren, glaube ich, 2,3 cm. Das haben wir jetzt auf 1 cm geändert und hier war auch so ein bisschen, ich glaube, einen halben Zentimeter diese Fläche von hier nach da, also die Dicke von der Lippe, aber auch gekürzt, weil das wird optisch gar nicht gut aussehen, ja, dass die Lippe quasi so ein Klopper ist, ja, und alles andere ist schön dünn, weil hier, man muss das so ein bisschen anpassen, weil hier ist eine, ich sag mal, entsprechende Dicke, hier und auch diese Kanten und so weiter, und das wird nicht auch so gut aussehen, wenn man diese Lippe zum Beispiel ganz, ganz, ganz dick macht, ja. Ach, okay, ich dachte, von den ganzen Maßen hätte das nicht gepasst, weil der dementsprechend tief wäre. Oder war das eigentlich egal? Ja, das ist auch, also wie optisch auch so von den Maßen, wir können ja nicht hier, wenn wir da Dings hier ein, da sind wir über 2 Zentimeter tiefer. Da liegt er auf dem Boden, wenn wir, dann aus, ne? Tiefer, ja, das ist schon, ob 6 oder 8, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Auch hier zum Beispiel, wir haben zum Beispiel den Nebelscheinwerfer, ne? Auf dem Projekt sieht man das nicht so wirklich, aber hier ist eine Wölbung, könnt ihr sehen vielleicht, hier ist eine Wölbung. Mhm. Natürlich auch gleichzeitig ist hier eine Wölbung, kann man sehen? Schlecht. Hier ist so eine Unterbrechung, also das von quasi von hier, diese ganze Fläche bis hier, wirkt eigentlich glatt, ja? Ist aber nicht glatt, weil das ist so, ja? Jetzt war ein kleines Problem, wir können natürlich nicht in diese, ich sag mal, Wand, in diese große Fläche, einfach ein Loch ausfräsen, dann leuchtet er nach da, nicht nach vorne, ja? Dann haben wir natürlich hier, wenn du guckst, da sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ja, hier sieht man es, ja. Ja, warte. So, ja. Und dann natürlich, wie verbinde ich das? Weil hier ist negativ, hier geht es nach innen, hier geht es nach außen. Also hier geht es so, hier ist nach innen. Da haben wir natürlich so eine schöne Verbindung gemacht, dass das hier so ein bisschen ausläuft. Also so. Ja. Hier ist eine Kante drumherum. Vielleicht kann ich ein bisschen zeichnen. Das erkennt man. Kennt man das? Ja. Tja, im Prinzip, hier ist auch eine Kante nach innen und die geht nach außen. Ja, dass es quasi so übereinander geht. So. Ja, jetzt sieht man besser. Oh. Schön. Ich werde ein Künstler. Aber die Front ist schon fertig, hast du schon gesehen? Ja. Kommst gut aus, ne? Das Ding. Also ich freue mich wirklich, weil das ist echt ein krasses Projekt. Wir werden das Video hier von dem Beetle, wenn wir so ein bisschen teilen, nicht an einem Tag, dass wir hier Aufnahmen machen und das Video veröffentlichen, sondern einfach, wenn das ein paar Mal, ich sag mal, jede Woche hinkommen und dann aufnehmen und dann schneiden wir das zu vielleicht einem Video, zwei. Ein oder zwei, ja. Ich weiß nicht, wie viel von der Zeit, ich glaube, sogar drei. Bei der Heck auch, kommt auch noch. Vielleicht drei. Auf jeden Fall fette Limette, das Ding. Das sieht aus wie so eine fette Hummel. Quasi wie ich. Nein, fett bin ich nicht. Etwas Wildbody. Ich bin leicht Wildbody. Aber komm, wir nennen das Auto Hummel. Die dicke Hummel. Ja, das sieht irgendwie so aus, ne? Geil. Also vorher, ja. Für mich war es, das war kein attraktives Auto für mich. So vorher, ich möchte jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne? Wirklich nicht. Ich mag euch alle, auch die Beetle-Fahrer. Aber und isst nichts, bevor der so wird. Ja, ich weiß, das ist Berufskrankheit, sowas nennt man. Ich war schon beim Psychologen und habe mich untersuchen lassen, ob ich wirklich Whitebody geschädigt bin. Ja, der hat es bestätigt. Hast ein Zertifikat? Ich habe ein Zertifikat, ich bin Whitebody geschädigt. Ja, und die Hummel hat mir dazu geholfen. Ne? Ne, sieht echt cool aus. Guck mal von der Seite. Also hier natürlich sowas, ne? Bitte jetzt im Film. Wir haben das verbunden. Hier kommt eine ganz, 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 ganz feine Kante. Wir haben zuerst überlegt, die hier unten zu machen, aber dass das quasi so ein Stück, ein Stück wirkt. Problem ist aber, eine ganze Geschichte ist, hier, das geht so spitz nach vorne, ja, und noch so rund. Das wäre für uns sehr schwer nachher in der Produktion oder etwas schwerer in der Produktion zu machen,
als, das, als wenn wir das hier trennen. Deswegen machen wir hier ganz, ganz auf Stoß, hier nicht. Ja? Also man hier, hier, zum Beispiel hier, über hat man Spaltmasse, auch hier zwischen Haube und Kotflügel. Hm. Aber hier machen wir auf Stoß quasi, ja? Da wird nur ein kleiner Strich. Und wir bauen auch einen. Ich suche einen Turbo jetzt. Ja? Jo. Ja, komm, das ist fett aus der Ding. Hm. Welche Farbe nehmen wir denn? Ich finde so ein Grau, so ein... Nee. Nee? Nee. Nee. Knallige Farbe, oder? Oh. Ich würde mal vorschlagen, wie der M4. So, sieht's aus. Hier haben wir auch schon alles hier fertig. Das war auch natürlich ein Kampf. Ja? Jetzt wird alles gefüllert, geschliffen, bis das alles glatt ist. Bis das alles glatt ist. Ja? Von der anderen Seite, ist das schon auf? Nee, da meine ich. Nein. Das haben wir jetzt zugemacht, dass da zum Beispiel die Wand nicht einfällt oder sowas. Ne? Deswegen haben wir es zugemacht. Aber es wird zwei Versionen geben. Jean-Pierre macht hier einen Auspuff. Ja, Spezialfall. Wir machen quasi, guck mal hier, ein bisschen von der Seite. Diese Wand, genau. Wir machen eine Straßenversion, dass wir zum Beispiel hier auflassen. Warte, ich hole mal ein Werkzeug. Eine schöne Kante hier. Zum Beispiel hier, kann man sehen. Haben wir schon so ein bisschen gemacht. Ne? So. Mhm. Ja. Ne? So. Auf jeden Fall, diese, also das wird offen sein. Hier wird eine schöne Kante, dass das quasi nicht so einfach nur doof, nicht abgeschlossen aussieht. Und das hier versetzen wir ungefähr bis hier. Ja. Also kürzer ein bisschen. Nein, also diese Wand, wenn wir tiefer reinmachen, ja. Dass so quasi, dass das aussieht wie ein Lufteinlass. Ja? Ja. Und vielleicht machen wir so ein Gitter. Ne? Zum Gitter rein. Im Prinzip, das wird, aber das Gitter, wenn du reinguckst von der Seite, ist ein Loch bis hierhin ungefähr. Vielleicht könnten wir eine kleine Öffnung machen. Dann hat das Auto auch eine Funktion. Ja. Und zwar, welche? Wenn wir hier, ja, das haut hin. Wenn wir hier unten öffnen, ne, dann kommt die ganze warme Luft, die sich hier sammelt. Falls irgendeiner mit einem Beetle, ich würde nicht sagen irgendeiner, ich bin mir ganz sicher, dass Jean-Pierre mit dem Ding scheppert auf der Rennstrecke. Und da können wir eine Funktion machen, dass hier die ganze heiße Luft quasi da rausgeht. Also Leute, echt viel, viel Arbeit mit so einem Projekt. Und wie lange sind wir da dran jetzt? Jetzt? Hm. 4 Wochen. Okay. Also länger vielleicht, 5. Woche jetzt. Und nochmal so lange? Ja, Minimum. Also ja, ja, plus Werkzeugbau dann. Ne? Wie gesagt, ich habe das in dem Video von Jean-Pierre auch gesagt. Wir haben die ganzen Teile kopiert. Also das ist im Prinzip, wir basieren nicht auf dem originalen Teil. Das sieht man auch hier zum Beispiel, das Grau. Ja? Wenn man hier anschleift, sieht man zum Beispiel, wenn man das Gelcoat, also so nennt man die erste Schicht bei dem Glasfaserteil, das heißt Gelcoat. Und wenn man die runterschleift, kommt sowas. Die ist nicht wichtig. Ja? Zum Beispiel... sowas, ja, siehst du das? Hier ist direkt das Harz und hier ist noch so ein Gelcoat, so eine Schicht. Mhm. Im Prinzip könnte man Teile bauen ohne Gelcoat, dass sie quasi durchsichtig sind. Heißt nicht, dass die dünn sind. Ja, vielleicht haben wir so ein Teil, ja. Nee, auch nicht. Durchsichtig? Ja. Ja, ist nicht komplett durchsichtig, aber so, dass du quasi gegen die Sonne hältst. Dann denkst du mal, das ist überall so fleckig und überall ist es zu dünn. Ja, mhm. Ist aber nicht zu dünn, weil das ist einfach nur weniger von dem Gelcoat. Problem ist, du darfst nicht zu viel Gelcoat reinmachen. Das hat nichts mit Sparen zu tun. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Machst du zu viel, natürlich, Gelcoat ist eine Schicht wie eine Farbe. Ja, und die ist sehr, sehr, sehr dickflüssig. Ja, wie so ein Honig, muss man sich ein bisschen vorstellen. Und wenn du davon zu viel machst, dann hat der Lackierer ein Problem. Weil das wird sich immer wieder absacken. Also deswegen, wir haben einen Fehler gefunden. Damals hatten wir natürlich unsere Teile das Problem. Ja, bis wir auf den Trichter kamen, wenn wir das ganz dünn machen, dieses Gelcoat, ja, dann können wir es besser lackieren. Und dann haben wir keine Probleme nach der Lackierung. Das war's für heute.